Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Galgenberg. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 22, solange es ihn noch gibt. Und wir sind auf der Galgenberg, der Map vom Yogi, und sind jetzt hier gerade noch dabei, in den letzten Zügen Ballen zu pressen von unserem Weizenfeld, das wir geerntet haben. Mittlerweile habe ich den John Deere umgesetzt, denn wir werden doch jetzt tatsächlich noch den Auftrag, Gerste, glaube ich, war es, abzuernten auf Feld Nummer 51. Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, jedenfalls das Feld bei uns ganz in der Nähe am Hof. Dort steht jetzt bereits der Drescher und auch unser neuer John Deere, der Abfahrer, bereit, um dann gleich hier in den Auftrag zu gehen. Aber zuvor möchte ich gerne hier noch den Rest hier abarbeiten. So. Weil dann können wir drüben den Helfer losschicken und dann werden wir hier Ballen einsammeln. Und anschließend wird das Feld, kommt der Stoppelsturz. Ja, das ist die richtige Reihenfolge. Dann schauen wir mal, dass wir es düngen. Natürlich mit Gülle, damit wir da auch ein bisschen runterkommen von unserem Bestand. So, das müsste die letzte Bahn sein. Die letzte Bahn, Strohballen. Dann sind wir da auf jeden Fall auch wieder versorgt mit Ballen auf unserem Hof. Unser Hof soll heißen, wir werden uns langsam aber sicher von dem Hof, den ein Altbauer im Dorf verkauft hat, dann doch trennen. Denn ich will es mal so formulieren, vielleicht haben wir uns dann doch ein kleines bisschen übernommen. Oder wir richten uns halt einfach strategisch neu aus mit und werden uns im Bereich Feldwirtschaft jetzt mehr expandieren. Und das Thema Viehwirtschaft, ja, ich sage mal, so, schauen wir mal, dass die Ballen hier hinten noch rauskommen. Ein Ballen, naja, okay, besser als gar nichts. Dann klappen wir hier mal zusammen und werden hier erstmal zur Wartung fahren, weil so wie die Maschinen hier aussehen. Ja, wie gesagt, wir werden uns ein kleines bisschen von der Viehwirtschaft verabschieden. Aber da ja wir schon in der fünften Generation diesen Hof haben mit Milchkühen, werden wir natürlich da auch weiterhin, ja, sentimental wie wir sind, an den Milchkühen festhalten. Ja, genauso wie auch unsere kleine Schweinezucht, die mittlerweile ja auch nicht mehr so klein ist, doch schon einige Tierchen hat, und da werden wir uns drum kümmern müssen. Und deswegen müssen wir auch einfach hier deutlich mehr auf den Feldern Futter für unsere Schweinchen erwirtschaften. Ansonsten sind wir ja hier mittlerweile im Tal der Großbauer, so will ich es mal formulieren. Wir haben, wie gesagt, den Hof hier in der fünften Generation und haben hier einiges angebaut, modernisiert und ja, entsprechend umgebaut. Und dazu gehört zum Beispiel unser neues Schleppdach für unsere Schlepper. Genau, so dass wir dann wirklich auch alles zentral haben. So, Dille, hier wird jetzt erstmal gearbeitet, beziehungsweise erneuert. So, reparieren, reparieren den Fendt 726 Vario Generation 7. So, Dille, dann fahren wir mal hier rauf. Dann wird hier auch mal ein bisschen Maschinenpflege gemacht, weil die Kuhnpresse sieht ja, eieieiei, die sieht ja schlimm aus. Okay. Genau, und so, und deswegen haben wir uns jetzt auch ein bisschen verabschiedet von den Gewächshäusern. Die habe ich mittlerweile abgebaut, verkauft. Und an deren Stelle ist jetzt eben ein Schleppdach für unsere Traktoren, für unsere Großgeräte gewandert. Und wir haben uns dann nochmal verstärkt. Der Klaas Xerion, ja, der musste sich jetzt leider verabschieden. Der ist dann doch ein bisschen in die, ins Alter gekommen. Und wir haben uns einen schönen neuen Fendt 8000er Serie geholt. Nicht Fendt, John Deere natürlich. So, der stand da ganz hinten, glaube ich, neben dem Kalkstreuer. Hervorragend. Da passt er rein. Und dann holen wir uns, jetzt überlege ich gerade, ja, wir bleiben hier einfach in unserem kleinen Fendt, in dem kleinen. Naja, so klein ist er nun auch nicht. So, und holen auf jeden Fall schon mal hier den Ballensammelwagen. Und der ist ja hier für die Quaderballen, genau richtig. So, den hängen wir schon mal dran.
und bereiten den sozusagen vor. Jetzt springen wir mal rüber zu unserem, wo ist er denn? John Deere 8345R. Dieses wundervolle Gefährt haben wir uns beim Gebrauchtwarenhändler ersteigert. Und mit dem fahren wir jetzt mal rüber, weil da drüben ist das Feld, das wir jetzt im Auftrag abernten für unsere Landwirtschaftskollegen. So, wir fahren hier mal rüber auf diesen Streifen, den wir ja extra gebastelt haben. Unseren Wirtschaftsstreifen. Dann steht er ja auch nicht im Wege. Okay. Okay, dann mal rüber und dann in unseren John Deere Drescher. Sudele, den T560. Einmal wieder ausklappen. Ich hatte ja, wie gesagt, kurz geliebäugelt, hier dieses Feld zu kaufen. Aber, nee. So, das Stroh können wir eigentlich nicht. Ich habe überlegt, schalten wir das Stroh um? Warte mal, warte, warte. Strohablage, wie war denn das? Wie war denn das mit der Strohablage? So, brauchen wir eigentlich nicht. Gucke mal. So, Strohablage. Aha, so geht das also. Sehr schön. Ja, hier wird es natürlich ein bisschen schwierig jetzt mit dem Helfer. Ist jetzt nicht gerade ein helferfreundliches Feld. Sehr schön. Ja, also so sieht der Plan aus hier auf der Galgenberg. Die werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken, bis eben die vom Yogi angekündigte V3 kommt. Also er hat es mal angekündigt, hat gesagt, er muss hier mit Giants reden, ob das so funktioniert, denn er will die Galgenberg, die V2 und die Galgenberg natürlich vierfach Map nicht als solches ersetzen, sondern das soll sozusagen ein weiteres Projekt werden. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Okay. Und das heißt, man kann auch weiterhin hier die Galgenberg zocken. Aber er möchte halt auf jeden Fall Erfahrungen aus seinem Oberschwaben-Projekt hier jetzt einfließen lassen. Und weil er eben sich auch sagt, es lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr, weil wir jetzt ja wissen, dass der LS25 sozusagen in der Türe, nicht in der Türe, in den Stadtlöchern steht, lohnt es sich für ihn nicht mehr, noch ein weiteres LS22-Projekt zu starten. Aber ein bisschen untätig will er natürlich auch nicht sein, sondern noch was tun. Und deswegen seine Idee hier, die Galgenberg, ja, ich sage mal, ein Facelifting, würde man vielleicht sagen, in der Automobilbranche, ein Facelifting durchzuführen, hier einige Verbesserungen, was eben zum Beispiel die Straßen, die Wege angeht. Und dann auch zum Beispiel will er versuchen, dadurch, dass er die Höfe, die Zusatzhöfe reduziert, dass er dann doch eventuell für die Consolieros in seinem ursprünglichen Hof, in seinem ursprünglichen Kuhstall, wo ja es die Möglichkeit gibt, Kälber zu züchten, dass er diese Funktion jetzt auch für die Consolieros dann hinbekommt. Und somit hätte man, wenn man eben Viehwirtschaft wieder betreiben will, auch einen kleinen Zusatz, Anreiz, eine Zusatzaufgabe, hier jetzt eben mit Kälbern zu arbeiten, auch auf der Konsole. Ja, wir dürfen abwarten. Und ansonsten, wie gesagt, das Wort Facelifting, die Map soll natürlich auch etwas schöner werden, dann durch das neue Gras und wie er eben die Straßen dann neu anordnet. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze dann am Ende darstellt. Aber wie gesagt, das ist der Grund, warum wir hier noch ein bisschen die Galgenberg weiterspielen. Ein kleines bisschen hier uns die Ziele neu gesetzt haben. Und wir warten natürlich auf die Oberschwaben. Da sind wir natürlich auch gespannt, wie die sich dann auf der Konsole spielt, wenn es denn soweit ist. So, jetzt schauen wir mal, dass wir, glaube ich, hier... Ja, das ist alles schwierig, wie wir das hier mit dem Helfer machen sollen. Ja, das scheint so eher so ein klassisches Selbstmachfeld zu sein. Also hier wäre natürlich jetzt Cosplay ganz, ganz wichtig. Wo fährt denn der Helfer hin, wenn ich ihn jetzt so laufen lasse? Okay. Naja, okay, warten wir es ab, was dabei rumkommt. Wir kümmern uns jedenfalls jetzt erstmal um unseren Fendt. Der steht parat. Und dann fahren wir mal rüber zum Feld und sammeln die Strohballen ein.
Und dann werden wir uns langsam Gedanken machen müssen, weil ich habe jetzt hier auch die Zeit, den lasse ich ein kleines bisschen schneller vorlaufen, um zu schauen, dass natürlich unsere Tierchen am Zweithof, den wir ja, ja, ich will es mal so sagen, zum Verkauf anbieten wollen, dass wir da unsere Tiere den Rest der Fütterung an Futter jedenfalls verfüttern und dann eben entweder die Tiere umsiedeln oder halt eben die Tiere verkaufen. Wir werden sehen. So, das klappt ja. Dann schauen wir mal, wie wir das hier alles aufnehmen. Ja, das hat auch geklappt. Ich liebe diesen Sammelwagen. So, wie viel passen da drauf? 18, 24. Na, wir werden es gleich wissen. Tut sich da oben was? Ich kann zwar hier den Johnny sehen, den Schlepper, aber wo ist denn der da erscheint er dann, der Drescher, okay. Aber wir sollten da trotzdem vielleicht mal kurz rübergehen. Ob der das soweit alles richtig macht? Nee, er wendet, hervorragend. Ja, ich glaube, das klappt. Da können wir uns erstmal noch weiterhin hier um die Ballen kümmern. Sehr schön. Tja, jetzt hat ja auch Giants tatsächlich zur FarmCon wieder ein Paket rausgebracht, was jetzt aber natürlich nicht so überrascht. War ja eigentlich zu erwarten, weil sie das ja immer machen. Und natürlich hat dieses Paket zwei Fanschlepper im Schlepptau gedappt. So will ich es fast sagen. Und da dürft ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diese Geräte findet. Es war auch heute im Mod-Hub eine weitere Spritze für den Xylon. Und die habe ich mir dann auch gleich mal runtergeladen. Die werden wir dann mit Sicherheit auch auf der Neumini-Brunn mal antesten, weil dort haben wir beide Schlepper mittlerweile im Einsatz. Und ich muss mal schauen, wie es dann hier aussieht, ob wir den auch hier auf der Galgenberg einen oder vielleicht alle beide dann einsetzen. Müssen wir mal schauen. Aber wir haben ja im Moment einen großen, großen Fuhrpark an Schleppern. 6 Stück. Und damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Ach du Schande, wir sind ja schon voll. Wir sind ja schon voll, dann sind es dann doch nur 14 Ballen. So, dann laden wir die ab und dann schauen wir mal, wen holen wir denn? Den New Holland. Oder wir nehmen den Klaas. Den Klaas nehmen wir. Dann kann der schon mal den Stoppelsturz vorbereiten. Aber in der Zwischenzeit schauen wir noch mal kurz nach dem Fendt, was der macht. Ich meine, das wäre natürlich super, ne? Wenn im LS25 der KI-Helfer dann auch wirklich Umfahrungen machen könnte. Das wäre natürlich absoluter Hammer für uns Consolieros, weil wir ja auf dem Feld, ja auch die Strommasten haben. Und das ist natürlich dann ein kleines Problem für den Helfer. So, zu 50% abgeschlossen. Okay. Ach du Schande. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt nimmt das Trick 18. Hervorragend. Okay, und während er hier zusammenklappt, schauen wir mal. Das meinte ich doch. Okay. Okay, okay, okay. Wir übernehmen mal ganz kurz selbst. Dann fahren wir da hinten den Berg hoch und dann lassen wir den in die andere Richtung laufen, wo auf jeden Fall noch genügend Platz ist. Und am Ende müssen wir definitiv dann... Am Ende müssen wir auf jeden Fall dann noch von Hand hier die Masten umfahren. Es hilft nichts.
Ja, das ist jedes Mal eine kleine Herausforderung. Auch dieses Sonnenblumenfeld, was wir da haben. Ja, aber ich habe mir gedacht, diese Herausforderung nehme ich an, Yogi. Die nehme ich an. Und wir werden natürlich hier auch Sonnenblumen ernten und weiterhin dieses Feld bewirtschaften. Okay. So, die Geräte machen aber hier einen unheimlichen Krach, muss man schon sagen. Schauen wir mal, wie wir jetzt hier... Ah, stopp, wir werden jetzt erstmal abtanken. So, sehe ich irgendwas im Spiegel? Natürlich sehe ich nichts im Spiegel. Ich meine, wozu sind die Spiegel denn auch sonst da, dass man eigentlich nichts sieht? Okay. Ja, da muss der gelbe Kollege ein kleines bisschen warten. So, 350 PS oder sogar noch mehr. Ich weiß es wieder nicht. Aber auf jeden Fall ist es unser Großtraktor hier, der 7000, nee, der 8000er hier. Und irgendwie sehen die halt schon geil aus. Also ich muss schon sagen, mir gefällt es mit diesem gelben Streifen. Das hat was. Sehr, sehr sportliches irgendwie. Huch. So ist besser. Nicht, dass er die Hälfte daneben kippt. So, dann warten wir mal kurz. Und dann schauen wir mal, wie jetzt hier der Helfer weiterarbeiten kann. Sehr schön, alles übergeladen. So, wie fährt der Helfer? Entweder so, nee, so bringt nichts. Ja, da wird jetzt noch ein bisschen was übrig bleiben, aber ist kein Problem. So, da setzen wir einfach ein kleines bisschen zurück hier in die Feldeinfahrt. Das passt dann. Dann dürfte der Drescher ja genügend Platz zum Wenden haben. Ja, irgendwas wird er schon draus machen. Wir springen nochmal zum Fendt. Dann sammeln wir mal die letzten Ballen ein. Und dann könnten wir aber auch schon, ich denke, den Klaas holen. Und dann werden wir hier mal einen Stoppelsturz machen. Das müsste ja ebenfalls 2-3% Ertragssteigerung bringen, habe ich mal irgendwo gelesen. Aber natürlich erst im nächsten oder bei der nächsten Ernte. Das sieht man jetzt gleich noch nicht. So, einmal herablassend. Wie viele Ballen haben wir denn noch? 4? Ja, sieht so aus, als wenn es noch 4 wären. Genau. Jo, ich sehe keine Ballen mehr. Dann müssten wir eigentlich alle haben. Und einmal einklappen. Sehr schön. Ja, das macht mir jetzt richtig ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Hier ein bisschen über die Felder zu fetzen und zu fahren. Und hier das da drüben, die drei Felder, da bin ich auch ganz heiß drauf. Aber ob wir dieses Jahr die noch erwirtschaften bzw. uns aneignen und kaufen, das weiß ich noch nicht. Weil wir haben da erst noch drei andere Felder, die wesentlich interessanter sind, die zu erwerben. So, wir fahren mal hier kurz zur Seite. Denn die Ballen laufen uns ja nicht weg. Und springen mal kurz hier in unser neues, unser Schleppdach. Nehmen hier den Klaas, denn der hat auch sein Gewicht. So, da hört man im Hintergrund immer das Wasser. Das Witzige ist wirklich,
dass hier meines Wissens, oder hier stand ja dieses Hydro-Gewächshaus und ich bin mir nicht sicher, nachdem ich hier diese erste Palette Dünger oder Herbizid reingestellt habe, hat dieses Geräusch angefangen und ich kann mich aber erinnern, dass das eigentlich von diesem Gewächshaus kam. Naja, okay. Jetzt hört sich so ein bisschen an, als wenn da ein Springbrunnen oder irgendwas in der Nähe wäre. So, da haben wir doch unseren Mulcher. Und da passt der Glas natürlich wunderbar dazu. Normalerweise nehmen wir damit immer den Lindtrack. Aber der soll sich jetzt einfach mal um das Schneidwerk, um den Schneidwerkswagen kümmern. So, Dele. Ja, da hat man wieder das nochmal gehört, hier das Wasser. Wir klappen hinten aus. Und dann können wir eigentlich auch schon den Helfer losschicken, weil das kann der Helfer Wunderbärchen Klärchen machen hier. So, während der Klaas jetzt hier unterwegs ist und wir natürlich dann nochmal ein kleines Thumbnail machen können. So, vom Kollegen hier hinterm Steuer. Und wir da hinten noch am Ernten sind in unserem Auftrag, darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Ihr seht, es geht wieder weiter auf der Galgenberg mit viel, viel Arbeit auf den Feldern. Ich sag Dankeschön und tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.